Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. In meinem Schlafzimmer habe ich ein schönes Pflanzregal angebracht und das wollte ich euch hier in diesem Video einmal zeigen. Diese Deko-Elemente findet ihr natürlich wieder in meiner Beschreibung. Eigentlich ganz einfach, ich habe dieses Regal aufgehängt, jetzt wirklich noch eine Lichterkette herum, in diesem Fall eine sommerliche Lichterkette mit Oliven. Dann habe ich hier noch dieses weiße Blumenkastenset und da werde ich jetzt zwei Grünpflanzen noch dazu setzen. Natürlich etwas versetzt. Das Ganze könnt ihr im Set erwerben, gibt es aber auch einzeln zu kaufen. Und damit das Ganze einen sommerlichen Touch bekommt, habe ich noch ein paar Blümchen aus dem Garten geholt. Diese habe ich dann in Reagenzgläser gesetzt und mit einer Paketschnur dazu gebunden. Das zeige ich euch dann gleich. Vorab könnt ihr noch rechts unten meinen Zickzackstrauch sehen. Den habe ich immer noch seit Oktober. So, nun könnt ihr hier meine hübschen Reagenzgläser sehen, die ich dazu gebunden habe. Diese Reagenzgläser könnt ihr natürlich immer wieder mit anderen Blümchen füllen. Und somit könnt ihr natürlich dieses Regal immer optisch anders gestalten. Sicher auch eine nette Idee für den Eingangsbereich oder für den Flur. Hier habe ich nochmal meinen Zickzackstrauch in Szene gesetzt in dieser Metallbox. Ich hoffe, euch hat diese Deko-Idee gefallen und würde mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis bald, eure Sandra.